Muss die Schere. Labormäuse ausfahren. In so einer Schachtel. Die haben gesagt, also wenn die Dinger nicht in 30 Minuten im Labor sind, dann kratzen sie ab. Und so eine Maus, die kostet mehr, als was ich in einem ganzen Monat verdiene. Klar, dass ich da aufs Gas drücke. Na, wenn jetzt dein Lappen weg ist, ist Schluss damit. Sie sind zur Rabe gefahren, um ihn zu töten. Einer unregistrierten Waffe, die sie sich extra dafür besorgt. Lass mich umbringen, du Schwein. Liebe Martha, glaub mir, ich habe alles versucht, aber ich habe es schon wieder verbockt. Es sieht aus, als ob ich es nicht verdient habe, mit dir glücklich zu werden. Ich liebe dich. Denk an mich. Bete für mich. Dein Konrad. Guten Tag. Es tut mir leid, aber ich konnte nicht früher weg. Jetzt bist du da. Na, wie geht's meinem Großen? Die Wunde hat sich leider etwas entzündet. Nicht schlimm, aber wir müssen was dagegen tun. Sag mal, was sollte das eigentlich vorhin? Was denn? Mit der Ärztin. Kannst du deinen Öko-Fimmel nicht mal ein bisschen im Zaum halten? Gegen Antibiotika gibt es begründete Einwände. Lass mich doch in Ruhe. Was ist hier los? Ich bringe den Jungen zu meinem Homöopathen. Schluss mit den Faxen! Der Junge bleibt hier. Seitdem Benjamin hier in der Klinik ist, geht es ihm nur schlechter. Deswegen glaube ich, dass es besser ist, wenn er von jemand anderem behandelt wird. Ich möchte doch nur erst einmal hören, was der Arzt dazu zu sagen hat. Ist das in Ordnung, Schatz? Du Schatz, wenn du dir öfter mal die Mühe machen würdest, mich zu verstehen oder mich gegebenenfalls auch mal unterstützen würdest... Siehst du? Da geht's doch schon wieder los. Sofort kommen die Vorwürfe. Damit machen wir uns schon eine Ewigkeit das Leben schwer und schlimmer noch unserem eigenen Sohn. So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Was schlägst du vor? Vielleicht sollten wir uns wirklich trennen. Erstmal auf Zeit, damit Ruhe einkehrt. Das wäre vielleicht das Beste auch für Benjamin. Caroline, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß nur, dass es so nicht weitergeht. Es geht doch nicht so einfach. Wovor hast du Angst? Vor deinen Kollegen? Oder unseren Freunden? Der braucht uns beide. Zusammen. Er braucht Eltern, die glücklich sind. Ich brauche eine Katze. Sie muss eine Maus jagen. Das Vieh bringt alles völlig durcheinander. Ich kann mich zu Hause gar nicht mehr normal bewegen. Eine böse Maus also. Hund, die Katze. Er muss sie wegmachen. Er muss brutal sein. Er muss einen richtig starken Kiefer haben. Wir nehmen ihn nicht zurück.
Ich sehe, Sie interessieren sich für meine Bücher. Entschuldigen Sie. Kommen Sie. Machen Sie Ihre Arbeit. Sie können das Buch mitnehmen.